Hallo und willkommen. Ich zeige euch heute drei Kräuter. Lortis ist dabei und Urfi. Ich zeige jetzt denen ein paar so Kräuter und ich bereite dann die beiden einen Tee vor und ich hoffe, dass das denen schmeckt. So, ich habe jetzt die Birke gefunden. Jetzt kippe ich mir noch mal ein paar Blätter ab. Das müsste reichen. So, die Birke hat die Wirkung, ist wassertreibend und fiebersenkend. So, ich habe jetzt noch Holunderblüten gefunden. Die haben auch die gleiche Wirkung wie Birkenblätter. Wer jetzt nicht Birkenblätter mag, Holunderblüten. Ich glaube, hier ist eine gute Quelle. Jetzt habe ich den Spitzwegerich gefunden. Füge ich mal ein paar. Die Wirkungen, Spitzwegerich, ist entzündungshemmend, tötend und stimuliert das Immunsystem. Pinus revestius. Silvestris. Silvestris. Pinus silvestris. Genau. Da soll das was drin. Und wie ihr das erkennen könnt, sieht halt aus wie so ein Böller, ne, was so platzt. So, und das sieht aus wie eine Rakete, so kann man sich das merken. Ne, die gerade in die Luft fliegt und jetzt gerade platzt. Die Wirkungen sind schleimlösend, kann man benutzen fürs Hals, weil das Bakterien tötet. Ja, und ist sehr harzig. Ne? Ja, unser neues Clubhaus. So, wir haben jetzt die ganzen Tees gepflückt. Und jetzt hole ich meinen Drang hier raus und jetzt machen wir schön Tee. Das Tee blubbert schon, der Tee ist fertig. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Sachen hier rausfülle jetzt. Mal gucken, ob der Kerl mich hier vergiftet oder ob das wirklich trinkbar ist. So muss ein Tee schmecken. Perfekt. Richtig gut gemacht. Das hilft für dein Sodbrennen. Das ist schön mild. Oh, da trinke ich noch einen Schluck. Aber kein Harzgeschmack. Ne? Ich dachte, jetzt da kommt ein bisschen Harzgeschmack raus. Aber? Ja, ist gut, ist gut. Kann ruhig noch länger ziehen. Und würdet ihr das nochmal trinken? Regelmäßig. Perfekt. Ich lasse mir das als Infusion gehen. Oh, jetzt packe ich die Holunderblüten und die Birken erstmal in den Pott. Und die müssen jetzt auch ungefähr 10 Minuten kochen. So. Und ja, wie sieht's aus? Super. Riecht auf jeden Fall sehr bitter, aber Bitterstoffe sind auch sehr gut für den Magen. Perfekt für mich. Weil ich habe ein bisschen Magenprobleme, deswegen mache ich den Tee. Ja. Wenn ihr selbst mal so Beschwerden habt, ne, irgendwas mit dem Magen oder Darm, bitte es auf jeden Fall mal selbst ausprobieren. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Power-Tee. Ja, Holunder und Birkenblätter, sehr interessante Teemischung. Ja. Tee ist fertig. Mal gucken, wie es schmeckt. Holunderblüten ist wirklich eine gute Idee gewesen. Hat noch so einen schönen süßen Geschmack. Lauf probieren. Riecht, ich weiß nicht warum, aber es riecht so ein bisschen nach saure Gurke. Interessant, sowas habe ich noch nie getrunken. Du hast recht. Ha! Saure Gurken also. Ja, es riecht so ein bisschen, aber schmeckt so nicht. Interessant, die Holunderblüte kommt auf jeden Fall geil raus. Aber auf jeden Fall gesund. Ja, also was nicht schmeckt, das heilt in der Regel. Ne? Ja, je schlimmer, je besser eigentlich. Boah, sieht aus wie Spinat. Das ist halt so ein Survivalbrot.
sehr kompakt. Ja. Voll geil. Das ist halt, wie soll ich das sagen, wie Marzipan-Rohmasse. Hm. Ja, du hast halt nicht, du hast keine Luft drin. Du hast halt richtig das ganz fett zusammengepresst. So, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat oder nützlich ist auch. Guckt mal gerne bei Sortes vorbei und bei Urfi. Die haben mir auch ein paar Sachen beigebracht. Schönen Tag euch. Ciao.